Einen Unfall hat es am Dienstagnachmittag an der Haltestelle Weinberg in Kassel gegeben. Dabei ist nach ersten Erkenntnissen eine 65-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll die Frau gegen einen Bus gelaufen sein. Sie wurde schwer verletzt ins Kasseler Klinikum gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Eine halbe Stunde lang staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Auch die Straßenbahnen waren betroffen. Anschließend rollte der Verkehr wieder nahezu störungsfrei. Nun übernehmen die Ermittler die Untersuchung an dem Unfallfahrzeug.